Wir haben das Recht zu wählen, ja geil. Ja. Frage ich mich auch mittlerweile, ja geil, welche Wahl, das sind allesamt Schwachköpfe. Weißt du, was cool wäre? Wenn wirklich mal kollektiv das gesamte Land sich denken würde, nö, die wähle ich nicht. Ja, das Problem ist halt, funktioniert nicht. Nö, das ist leider nicht möglich. Beziehungsweise sich irgendeinen aus dem Volk aussuchen. Thomas Gottschalk. Ich wäre ja wirklich dafür, dass man das alles so modernisieren würde, dass man einfach irgendwie sich eine App runterlädt und für jeden kleinsten Kleinscheiß kannst du dann mitmachen. Und dann kannst du einfach Veto einlegen oder sagen, ist mir egal oder bin ich für. Eine App mit Veto einlegen. Darf ich dich mal dran erinnern? Jedes Mal, wenn die irgendeinen Hahnschiss bestimmen sollen, anstatt dass sie sich mal per Telefon unterhalten, wir müssen Millionen ausgeben, damit wir uns gegenüber sitzen, was essen und dumm für die Kamera grinsen können. Da muss man nicht weiter diskutieren, oder? Dass man alles über irgendwie so, ich meine, fast jeder hat heutzutage, also wirklich 90-95% aller Menschen haben, in Deutschland zumindest, haben ein Smartphone. Und dann einfach eine App zu entwickeln, wo dann gesagt wird, halt, für deinen Umkreis wird das und das entschieden. Bist du dafür, bist du dagegen und so weiter und so fort. Und das ist dann praktisch die Wahl, die man hat. Hm. So, da brauchst du keine Politiker mehr, dann ist es wirklich ein Volksentscheid. Ach ja, ich sollte die Effekte dieser ich finde sowieso, dass das System, was wir in der Politik haben, momentan echt überholt ist. Wir wählen Volksvertreter. Nee, sorry, aber... Ich habe nicht die SPD gewählt. Ich auch nicht. Also, was soll das? Ich habe nicht die SPD gewählt, ich habe nicht die CDU gewählt. Shadow, blöde Frage. Wie lässt man nochmal Text scrollen in OBS? Anscheinend wurde mir zu Ehren ein Code gegründet. Über und keiner von der Filter. Sorte. Filter? Warte mal. Filter? Infiltrieren und warte mal. Rechtsklick auf etwas und Filter. Ja, hab ich. Da ist dann irgendwie Bewegung. Bewegung, Jo, danke. Und denk dran, je mehr Bewegung du einfügst, desto schneller wird's. Ja, das ist... Und irgendwann ist es nur noch. Wah, 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 wah. Oh nee, müssen wir Liliths Anhänger machen, hol? Boah, wir müssen jetzt nicht direkt. Weil die Quest ist scheiße. Wir können auch erstmal ein paar andere Sachen machen. Ja, aber die. Naja, ich meine, das hier, die geht schnell. Tod vorgetäuscht? Knifflige Sache. Ich hab's vor ein paar Jahren gemacht, um Hyperion abzuschalten. Aber irgendein Bandit ist mir anscheinend auf die Schliche gekommen. Wenn aber hey, wir können auch über die GEZ reden, oh ja. Hör mir auf mit den Schweinen, ey. Das Thema mit denen hatte ich schon zu häufig, leider. Da kriegst du auch absolute Depressionen bei. Ja. Du musst etwas für etwas bezahlen, was du noch nicht mal irgendwie benutzt. Weil zum Beispiel, das kann ich gut sagen, wir verwenden kein Fernsehen hier, müssen aber trotzdem GEZ bezahlen. Ja. Natürlich, hast du ein Radio oder etwas, was irgendein Radio Internet. Hast du es ist ja noch nicht mal Internet. Hast du ein anzeigefähiges Gerät, was Fernsehen empfangen könnte? Das kann ja jedes Gerät heutzutage leider. Ja. Von daher. Haben Sie ein Handy? Willkommen in der GEZ-Welt. Ja, haben Sie ein Handy? Sie können also auf Online-Radio zugreifen, GEZ her. Ja, damit. Weil jeder Mensch, wir wissen es alle, unbedingt Online-Radio hören möchte und nicht wie jeder andere Mensch Spotify benutzt. Interessiert dich Battlefield? Spotify gilt auch als Radio, wenn er irgendwie. Ich grätsch jetzt einfach mal rein und sag so, wir wechseln jetzt das Thema, weil ich kriege ja von diesen ganzen Politikern echt Depressionen. Ob ich mich für Battlefield oder Spyro interessiere. Für Spyro, yes. All of the Spyro. Also da bin ich schon hype und bin am überlegen, weil ich mir das vorbestelle. Aber Battlefield, nee. Battlefield ist für mich wie so dieses typische Call of Duty. Also etwas, worauf ich gut verzichten könnte. Nee, also sorry, dass ich jetzt mal eingreife, aber
jetzt, wir haben schon den ganzen Tag hier mit Politik am Hut. Ich hab langsam, krieg da echt Depressionen bei. Weißt du, ich krieg schon den ganzen Tag immer genug, dass ich hier denken muss, scheiße, hast du jetzt am Mitte nächster Woche deinen Job noch? Deswegen, ja. Lass mal irgendwo hindriften, wo es schöner ist. Zum Beispiel ins Kaktusland. Was? Kaktusland? Ja, Kaktusland. Oh, ich werde jetzt erstmal fett diesen Kaktus umarmen. Tust du das? Alles klar. Cool. Mr. Ball, wir von Alter. Banditin Lilith wurde nach der Befreiung von Raven offiziell für tot erklärt. Bevor wir die Zahlung ganz ehrlich, wie teuer ist Spotify Premium? Momentan 99 für 3 Monate. Ich liebe dich auch, der Denkende. No homo, though. 10 Euro für 3 Monate, ha? 99 Cent. Wie, 99 Cent für 3 Monate? Im Moment ja. Hm? Ja, dann her damit. Hab ich mir gerade gemacht. Ja, aber mir geht's jetzt echt auf den Piss und für 3 Monate. Massive 88, danke dir fürs Followen. Spotify. Weil es geht mir so auf den Piss. Grad. Ja, no homo. Hast du als Beste schon mehr hinter. Nee, mit Crash Bandicoot kann ich dann wiederum nicht viel anfangen, einfach. Du bist kein Crash Bandicoot-Mensch? Ich dachte, du wärst der Crash Bandicoot-Mensch. Nee, ich hab den 3. mal gespielt und ich fand's irgendwie so. Er steht, glaube ich, mir auf Bären. Hm. Nee, weil, da wurde ich letztens. Hat Waterskype das gefragt oder Big Napsy? Na, Waterskype hat mich das jetzt gerade gefragt, deswegen. Ja. Weil Waterskype hat mich das nämlich vorgestern gefragt und halt, ich dachte so, du bist der Spyro, du bist generell so der Playstation-Maskottchen-Mensch halt. Spyro, ja. Ratchet, yes. Ratchet, Spyro, Rayman und Crash, dachte ich, sind so deine. Ja, eigentlich alle, die du gerade genannt hast, nur Crash nicht. Okay. Crash ist irgendwie das einzige davon, was mir keinen Spaß macht, wirklich. Kann ich nicht mal erklären, das ist einfach. 3 Monate für 9,99 €. Nicht 99 Cent. Ich hatte 99 Cent, mir wurde das nicht angezeigt. Fuck, bin auf der offiziellen Seite, geh gerade hier auf. Bei mir wurde es mich auch als Erwerbung bis zum 30. Ja, bis zum 30. Ich mach mal den Screenshot. Wir haben mitbekommen, dass Deutschland gegen Mexiko verloren hat. Lustig. Funny! Das ist nicht lustig, aber funny! Alter, so viele Racks, what the fuck? Ich hatte bei mir stand 99 Cent. Moment. Guck lieber nochmal nach! So müde war's. Guck mal, was für dich abgezogen wurde, weil ich bei mir steht jetzt halt wirklich so, dass ich das für 9,99 € holen müsste und danach 9,99 € pro Monat. Kommt man von hier unten da auch irgendwie hoch? Ja, ne? Müsste ja, da von der Seite war das. PayPal. Funny, frisch! Aber 10 Euro für den Monat ist ja schon viel, ne? So, ansonsten, wenn man 5 Leute zusammenkriegt, oder 5 Leute, glaube ich, zusammenkriegt, könnte man so ein Familiending machen. Und das sind dann so ca. 2,50 pro Monat. Das wäre ja schon mal besser. Also, mich kannst du da auf jeden Fall ran, ich hasse Werbung. Aber wie ist das? Können dann alle 5 gleichzeitig auf den Account zugreifen? Und, ja, das ist ja extra für 5 verschiedene Accounts. Achso, also du sagst dann einfach, diese Accounts gelten jetzt als Familie und ja. Ach cool. 9,99 €. Ja, sorry, Waterskype. Ach, nicht 9,99 €. 99 Cent an mir. Also wurde bei dir abgezogen oder was? Ja, 99 Cent. Also was hast du denn, bitteschön, hast du irgendwie einen Empfehlungscode oder so benutzt oder was? Nee. Okay. Also wie gesagt, sorry Waterskype, aber mit Crash kann ich nicht wirklich. Ist mir irgendwie zu, ne.
Ich hatte nie eine Playstation, außer Playstation 4 von, oder 2. Und bei der 2 habe ich eher Final Fantasies geholt. Von daher, da habe ich mich nie dafür interessiert. Aber wie gesagt, ich bin Hype auf Spyro. Shadow, das wollte ich dich auch nochmal fragen. Du hast das eventuell schon in der Vergangenheit gemacht und weißt das, ohne dass ich das jetzt hier ausprobieren muss. Kann man die Wii per HDMI anschließen? Die normale Wii? Nee. Nee, die hat nur... Oder? Ich dachte, du hättest das eventuell schon mal aufgenommen über Capture Card. Von daher bist du das eventuell. Ich habe meine Wii U über HDMI laufen. Ja, okay, die ist Standard. Ich glaube, die Wii schafft so viel nicht. Oh, Phoenix sagt gerade nur über speziellen Stecker. Das ist dann so ein Zwischenstecker zwischen VGA und nicht VGA, aber halt dem anderen. Das ist blöd. Schade. Da müsste ich mir erst diesen Verbindungsstecker machen, damit ich Wii-Sachen streamen könnte. Meh. Dann catch halt nicht. Andy, ich glaube, ich hab's gefunden. Den Link, den ich hatte. Warte, den sende ich dir kurz. Man kann's anschließen, aber du kannst auch genauso gut ein Komponent-D-Kabel nehmen. Das ist an sich von der Qualität her tut sich bei der Wii nicht viel. Keks, das ist literally dieselbe Seite, die ich gerade auf hatte. Hol dir 3 Monate Premium für 99 Cent. Soll man einen Screenshot von der Seite machen? Weil ich öffne das Ding und bei mir kommt genau das, was ich ja noch per Screenshot in die Konfi geschickt habe. Ganz the vergessen. Fuck? Was ist das denn für eine... Moment. Wir müssen ja noch dahin. Ja, das ist voll die Verarsche. Warum geben die... Hä? Hast du irgendwie schon in der... Nein, in der Vergangenheit hatte ich noch nie... Moment, du bist nicht angemeldet, oder? Ich bin gerade nicht angemeldet, nein. Aber das habe ich aber auch angezeigt bekommen, als ich angemeldet war. Ich habe mich jetzt nur ausgeloggt, weil mir die Seite nicht angezeigt wird, weil ich das jetzt habe. Boom. Ist doch... Wieso ist das so dumm? Ich will auch 99 Cent nur bezahlen. Hä? Wenn ich nicht angemeldet bin, dann sagt er mir hier, hol dir Premium für 99 Cent. Aber wenn ich angemeldet bin, sagt er mir, hol dir Premium für 9,99 €. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Was glaube der Denkende bis denn? See you next time. Oder hab ich das, weil ich das schon einmal verwendet habe, dieses, Ach, es sieht so aus, als könntest du dieses Angebot nicht mehr wahrnehmen. Du kannst voll nur noch den tollen obenstehenden Preis nutzen. Toll, weil ich das bereits einmal gemacht habe. Das ist so ein Einmal-Angebot, was du einmal machen kannst. Blockvogelangebot! Blockvogelangebot für 1 Euro und dann. Ich könnte mir auch einfach nur einen Spotify-Account machen, so ist nicht. Dann suche ich einfach meinen alten Spotify-Account, kopiere die Playlist und dann. Ne? Alles klar, Angel, bis dann. See you next time. Bye bye. Weißt du was, das mache ich jetzt auch. Ich mache einfach einen neuen Spotify-Account. Fuck it. Und dann sind sie so clever, dass sie IP-Verfolgung machen. Machen sie nicht. Goddammit. Selbst wenn sie das machen würden, wäre doch unfair. Stell mal vor, es wäre jetzt drei Leute oder so im selben Haus, in derselben Wohnung, die alle Spotify benutzen. Ja. Naja, das ist auch so eine Sache bei einem Laden, der Geld verdienen will, von unfair zu sprechen. Ich glaube, unfair interessiert hier nicht. Ja, aber du kannst doch nicht einfach IP-Sperrung machen bei... Doch, fallen mir einige Fälle ein. Je weniger Hyperion über mich weiß, desto besser. Du kannst ja auch nicht alle im Haus verurteilen, wenn einer von denen illegal Videos gedownloadet hat. Du kannst. Die ganze Familie... Ist dann die ganze Familie dann mit hat genau dasselbe Verbrechen gemacht, weil die dieselbe IP benutzen? Ich habe dir gerade nicht zugehört, was? Wenn alle illegal Filme jetzt downloaden würden aus demselben Haus oder aus derselben Wohnung, sind jetzt, sag ich mal, 4 Leute und alle benutzen sie Internet und nur einer von denen downloadet jetzt illegal Sachen runter. Jetzt und stell mal vor, dann kommt die Polizei und sagt, ihr seid alle verhaftet, weil ihr alle dieselbe IP benutzt habt. Bis dann der Tatbestand geklärt ist, wer letzten Endes das Zeug, was ich auf dem Rechner hat, bist du mindestens als Straftäter mit Täter drin. Bäh.
Das ist dasselbe Prinzip wie nach dem Motto, ich habe jetzt illegalen Film gezogen, guck ihn mit meiner Familie an, wer wird eingebuchtet? Jeder. Du darfst das wirklich illegal nicht ausstrahlen, du darfst es dir aber auch illegal nicht angucken. Das ist wieder so dieser Fall, den du vorhin gehabt hast, möglichst schwammig umschreiben, damit du immer gewinnst. Nee, aber trotzdem, das ist doch so ein krasser Unterschied, weißt du, 9,99 Euro. Natürlich. 9,99 Euro. Aber irgendwie müssen sie sich ja auch finanzieren, also. Ja, aber trotzdem, sorry, aber 10 Euro für ein Monatsabo? Das ist schon teuer. Ich meine, das ist ja jetzt hier ein spezielles Angebot, dass es für 3 Monate gilt. Aber es würde weniger stören, würden sie das Geld wenigstens auch zum großen Teil an die Künstler weitergeben, die dort vorkommen. Ach, du meinst so wie die GEMA? Nicht mal die. Ja, aber bei denen bist du ja nicht in einem Monatsabo, das du bestimmen kannst. Ja, Mensch. Das ist schnell eskaliert. Hast du gerade... Nicht ich. Hast du gerade so lange die Tür gebumst, bis sie uns in die Luft gejagt haben? Du kannst dich aber auch anstellen. Ja, du hast die Tür gebumst. Du kannst nicht erwarten, dass du fremder Leute Türen bumst und die nicht aggressiv werden. Du stellst dich gerade schon wieder an wie so eine Mimose. Okay, ja, wie kann ich dir einfach mal sagen, dass du die beste Freundin der Welt hast? Hä? Die kauft einfach um 2 Uhr nach dem Sushi und bringt ihm was mit. Also mitten in der Nacht kommt die Freundin mit Romfisch. Ja, geil. Aha, das ist der andere Philipp. Ich wurde gerade in eine neue Gruppe gezogen. Ich hätte dich killen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Sorry, wie bitte? Du musst lauter sein. Also wenn man auf einmal in eine Gruppe gezogen wird mit dem Titel Alle Wege führen nach Köln. Ja. Well. Alter, das ist ja Big Mom. Das ist Ellie. Ich hab dich gar nicht gesehen. Fun Fact, Ellie ist Moxies Tochter. Ja, das Ding ist aus Moxie gekrochen. Wir haben bis heute keine Ahnung wie. Wir glauben, es war sehr viel dümmer. Ellie, Schätzchen, wann kommst du zurück nach Sanctuary? Ich weiß, du bist sauer. Ich werde mich nicht für das entschuldigen, was ich gesagt habe, aber es ist nicht sicher da draußen. Beide dieser verblödeten Familien glauben, dass die andere diesen Clan... Ich bin in Gefahr, Mann. Meine Kumpel haben mich aus ihrem Kopf geschmissen. Oh, jetzt kommt die Scheiße mit den Helikoptern. Jetzt ist einer dieser Punkte, wo du gleich super wertvoll bist. Jetzt ist erstmal einer der Punkte, wo ich ein anderes Auto nehme, weil der Raketenwerfer einen Scheißdreck bringt. Ja gut, hier jetzt ja. Generell bringt der einen Scheiß. Findest du? Ja. Bist du mit dem Ding mal was triffst? Also mit dem Maschinengewehr schon 5-mal getroffen. Du solltest mal richtig treffen. Du könntest auch richtig fahren. Wie wär's, wenn du einfach mal richtig zielst? Wie wär's, wenn du aufhörst, anderer Leute Tür zu bumsen? Ach, du stellst dich schon wieder an, ey. Mann. Was meinst du, wie das für mich ist? Ich muss mich mit dir sehen lassen. Ganz Pandora lacht schon über mich. Ja, das haben sie auch vorher schon. Ja, aber jetzt haben sie es mit dieser mitleidigen Attitüde. Oh Gott. Die eine, die mit dem Zwerg rumrennt, dem Notgeilen. Seit wann seid ihr aus Alimania? Wir sind die Animaniacs. Irre komisch mit einem Knacks. Ich fasse es mal zusammen. Ich bin eine durchgeknallte Zauberin und er ist ein Zwerg. So, bereit für den Königsfelsen? Ist mir scheißegal, ob du es bist. Here we go. Hi, der Venja. Let's go to die! Du hast so früh gezündet. Perfekt! Du Vollidiot! Perfekt! Ich häng fest. Mir egal, schau wie du selber klarkommst. Hi! Fick dich! Ich kenn den nicht, noch nie gesehen. Geh weg! Ich bin jedes Mal erstaunt über meine Fahrkünste. Schön, dass du sie selber noch verwundern kann.
Ah ja, mein Skill, ne? Es erstaunt mich jedes Mal aufs Neue. Was für ein Skill? Nenn mir einen, der so parken kann. Das nennst du parken? Nenn mir einen. Hol, nenn mir einen. Einen, der das so parkt oder einen, der das Parken nennt? Nein, einen, der so parken kann. Je nachdem, wie motiviert Alex ist, kriegt er das auch hin. Du hast keine Zeit nachzudenken. Wenn du nachdenkst, bist du tot. Wenn du nachdenkst, bist du tot. Nach dem Motto fährt Shadow also. Ja, wenn du nachdenkst, bist du tot. Wer bremst, verliert. Ja. Siehst du, selbst Keks versteht mich. Ich fahr am Benz, natürlich verstehe ich dich. Du fährst eine Bonsenkarre, das ist was anderes. Deswegen ja. Ein Panzer. Ein Panzer. Ja. Mit Zielvorrichtung. Panzer. Meine Güte, was machst du denn da? Mich mit einem Goliath anfreunden. Opa. Shotgun-Zwerg? Wohl eher toter Zwerg. Jetzt rennt der Idiot weg. Ja, dann halt nicht. Ich muss mich erstmal bis dahin durchkämpfen bei dir. Ich klau dein Auto. Wie denn? Ich respawne. Du respawnst nicht das Auto, das bleibt da. Oh, ich will so arg. Oh shit, Helis. Mach dich nützlich und facelock die Scheiße. Ja, ich facelock woanders. Ich bin bei den coolen Dudes. Ja, das ist ja wunderbar. Da 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 da. Ja, du facelockst bei den coolen Dudes, ich sehe schon. Ja. Facelocken die alle auf dem Boden. Erzähl mir mehr. Du bist näher dran. Ja. So, würdet ihr jetzt mal... Nee. Der will nicht. Ach. Der will nicht. Oh. Die mögen nicht, wie du geparkt hast. Ach, da bist du. Schade, ich hab gehofft, ich kann das Ding facelocken. Die Helikopter? Ja. Du kannst. Irgendwas hat du auf solltest. Jeden Fall getriggert. Nee, irgendwas hat getriggert, aber das war doch geflogen. Ja, du kannst sie nicht festhalten, aber es macht deren Schaden. Ah, Tatsache. Du kannst sie facelocken, aber ja, es ist halt fester Schaden. Find ich nicht übel, was ist er denn? Oh, macht aber. Oh. Ja, deswegen sag ich ja, facelock die Dinger. Ich hab vorhin noch nie eine Sirene gespielt in dem Level. Ich hab vorhin gesagt, du sollst die Dinger facelocken. Du hast eine Menge gesagt, während ich am anderen Arsch der Heide stand. Nee, das war während du rumgeheult hast. Ich muss mal mit dem rumfahren. Wenn du Auto fährst, höre ich dir eh nie zu. Da waren wir schon draußen. Da höre ich dir generell nicht zu. Da waren wir bei Ellie in der Garage. Ellie. Was hast du gesagt? Du musst dich immer auf ihre Titten gucken. Da bist du zu lange mit beschäftigt. Sprich nur für dich selber. Und da fliegt er. Boom. Und er fliegt wie ein Tiger. Was? Nichts. Irgendwo hat Keks also mal fliegende Tiger gesehen. Das ist sehr interessant. Ja. Find ich schön für Keks. Das bringt sie im Leben schon mal sehr weiter. Ja, auf jeden Fall. Oh fuck. Nee, nicht. Oh nein, nicht. Nicht tun das. Oh fuck. Oh, ich hasse diesen Ort hier. Das Einzige, was ich jetzt killen könnte, wären die Helikopter. Und die denken sich so, Alter, hier. Yeah.
Wie wäre es, wenn ich mal weiter weg von dir fliege? Ach ja, apropos, Shadow? Ei. Was hältst du von Blech, dem Anime? Du meinst Bleach? Ja, Blech. Ja, war für ein paar hundert Folgen witzig, dann habe ich es nicht weitergeguckt. Aber magst du den als, magst du ihn vom Fighting Style? Ja, die Fights waren geil, die ich gesehen habe, also... Nö, das wollte ich nur wissen halt. Nö, doch, die waren geil. Alte Faustregel, Hair Expansions gleich Superpower. War ja nicht mal so. Jedes Mal, wenn er auf Supermodus gegangen ist, sind seine Haare gewachsen. Tada! Hm? Ichigos Haare? Was? Jep. Naja, das ist aber schon die extrem späte. Es ändert nichts an der Aussage. Ja, er wurde dann halt zum Super Saiyan 3, meine Güte. Das ist halt einer der... Die alte Anime-Faustregel. Hair Expansions gleich Power. Es ist halt einer dieser Shonen-Animes, ne? Da ist das nun mal so. Der wow. Schont dich halt nicht, ne? Da kommen die Helikopter also her. Mutti, wo kommen die Helikopter her? Also? Baby! Wenn sich ein Helikopter und ein anderer Helikopter ganz arg lieb haben. Don't mind if I do! Helikopter dabei raus. Dann kommt so eine kleine Verrückte raus, die sich für einen Apache hält. Männlich-weiblich Apache-Kampf-Helikopter. Was zur Hölle feuer ich da ab? Hä? Was zur Hölle habe ich mir da angelacht? Du bist keine Ahnung. Das muss ich dir gleich mal zeigen. Mehr schießen, weniger zeugen. Habe ich ihm gerade einen Brocken Iridium rausgeballert? Also der eine Goliath hat gerade Iridium gedroppt. Scheiße, wo bist denn du? Ich bin hinter dir. Da. Lebst doch. Ja. Ja. Dank mir. Ach. Ein bisschen übertrieben, finde ich. So, hier, warte mal. Hier, hol, check mal this out. Ein Raketenwerfer. Ja, aber guck mal, was der abfeuert. Hä? Slag? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Und ich bin... Ich kümmere mich noch Slag aus. Es ist aber keine Slag-Waffe, es ist eine Feuerwaffe sogar. Ja, hier ist eine Feuerwaffe. Okay. Das ist eine E-Tech. Attack. Fast Acton's Plasma Cannon. Plasma. Ich hab keine Ahnung, das Ding ist super weird, aber ist auch super cool irgendwie auf einem anderen Nenner. Und ich glaube, mit meinem Ganserker-Move ist das gar nicht mal so doof. Jetzt trinke ihr Volleyball jetzt mit Treibstoff und reicht in die Vasalle! Ach shit, ich habe euch Recharge noch keine Waffen. Hier ist eine Shotty für dich. Du könntest so deinem Schadensoutput entsprechen. Tobias Rump, danke dir fürs Followen! Aber nur 3 Schuss, nee. Die ist mehr was für dich. Ich brauch was eher, was mehr als 3-mal abfeuern kann, you know? Sie haben mich rausgeschmissen, weil sie mich für einen Penner halten. Du wirst ihnen zeigen, dass ich gefährlich bin. Ich hab einen Plasmawerfer. Yes! Haben wir jetzt eine Feuerwaffe gerade? Warte mal. Irgendwie will die Scheiße nicht brennen, wa? Die Scheiße will nicht brennen. Schießt du mit Feuer drauf? Warte, ich hab noch eine Feuersniper hier. Ich benutze die mal kurz. There we go. Hattest du noch ein paar Molotov-Cocktails gebraucht? Dabei. Ja, ne? Oh ja, Scheiße, jetzt kommen wieder die Männer ohne Shirt. Ohne Hemden. Rennen sie herum. Action Man!
Vor allem bin ich der Einzige, der findet, dass die Leute aus, dass die Dinger aussehen wie Action Man. Ja. Greatest Hero of them all. Vor allem mit diesen nichtssagenden Gesichtsausdrücken. Action Man war so eine Sache. Es gab es ja auch damals so eine 3D-Serie, wo keiner nachgefragt hat. Wobei das Konzept, was der konnte, eigentlich nicht mal so übel war. Nee, ne? Das war doch irgendwie von wegen Wahrscheinlichkeitsrechnung oder. Ja. Ja. Nur in hyperaktiv. Er guckt sich halt um und weiß ganz genau, okay, wenn ich das mache, überbandet dies. Ja, ich meine, irgend sowas war da. Das war schon ziemlich cool irgendwo. Ja, nur das Konzept mit Action Man war halt Bullshit. Ja, dass es Action Man war. Ja, das war immer so ein bisschen, ja, nicht nötig. Es war halt Action Man. Ja gut, aber hätten sie die Serie Wahrscheinlichkeitsparabeln berechnender Man genannt, dann wäre es... hätte sie nicht so gut verkauft. Nee. Aber ich meine, ich fand es auch immer ein bisschen krass, ne? Ich meine, sie haben ihn einfach genannt mit Greatest Hero of Them All. Also ich meine, Michel Vaillant muss einfach der Beste sein und, ne? Ich meine, ich merke schon, in den 90ern war das alles ein bisschen so. Ja, natürlich, das waren Jungs-Cartoon. Da muss er der Beste sein, da, ne, da ist er der Greatest Hero of Them All. Tobias Rom, moin moin. Du, wir kennen das alle, Leistungsdruck, wenn du nix bist, dann bist du scheiße. Du musst halt der Beste sein, ne? Hm, größer, besser, toller, schöner. Schmilz, Butterberg, schmilz! Nimm das, Big Mom, das kannst du nicht mit Haki blocken. Scheiße, sie kann. Täuschen, wenn du mit so einem Spezialtrag von denen aufkreuzt. Ich hab das funktioniert nicht. Genau, das ist dasselbe, denke ich mir auch gerade. Das funktioniert nicht. Wir können nicht gerade über Spotify kein Konto anlegen. Sind sie etwas schlau genug, um dich zu erkennen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich gehe halt mit dem neuen Account auf, hier von wegen Ja-Premium-Konto ausmachen. Dann logge ich mich halt in PayPal ein, bestätige alles. Und dann werde ich wieder in die auf die Seite zurückgeschmissen. Hey, so und so viel kostet unser Premium-Abo. Ohne gefragt, hast du dieses einmalige 99-Cent-Angebot damals auch über PayPal gemacht? Ja. Und dann bin ich deine PayPal-Adresse. Da müssen sie nicht lang denken, ob das deine IP ist. Du bist derselbe. Punkt. Oh, fuck. Ja, warum schießt du auch nicht so richtig, Mensch? Weil ich gerade auf drei Sachen drei gleichzeitig schießen durfte. Was habt ihr alle gegen Ellie? Meine Güte. Nichts, was hilft. So, die Tante macht ja schon. Ach, vielleicht muss ich auch erstmal mein Konto bestätigen. Komisch, aber bei Autos scheint das nicht zu funktionieren. Was versucht der denn da jetzt? Mich zu erwischen. Ja, aber macht aber einen schlechten Job. Klar, das geht's mit Jones. Jobs. Wir klauen unsere Jobs. Hab meinen Trag gerade für die Banditenteile hergerichtet. Bring noch ein paar, dann sind wir fertig. Geil. Yes. Wir spielen schon seit 3-4 Stunden Borderlands. Kommt das hin? Ich glaube, das kommt hin. Scheiß Copter. Richtig verpiss dich. Niemand mag dich. Das kannst du doch so nicht sagen. Doch. I did. Okay. Gott, ist Spider-Ant her! Keine Ahnung, frag ihn. Hey Spider-Ant, wo kommst du her?
Fick dich! Bist du Ausländer? Das ist die Geburtshaftigkeit. Ey, Spider-Man, bist du Ausländer? Apropos ausgeprägte Boshaftigkeit. Andy, wann hattest du nochmal Geburtstag? Morgen. Oh, habt ihr alle mitgeschrieben? Zu meiner Verteidigung, ich wollte gerade noch weg, damit unser Auto sich regenerieren kann. Nee, es funktioniert nicht. Schade. Ich kann Spotify nicht austricksen. Die waren zu schlau für mich. Ach, Alter, das war aber auch gerade übel. Ich lande auf dem Boden und urplötzlich verhauen die mir die Motorhaube rein. Spotify ist zu schlau für mich. Uptime, ich kann euch sagen, dass ich 4 Stunden und 45 Minuten streame. Da braucht ihr kein Command für. Ich dachte, die lassen sich einfach austricksen damit, aber nein, leider nicht. Hat die gerade empfohlen, wir sollen die Klippenregel anwenden? Nein, du sollst dich mit Hyperion-Waffen ausrüsten. Ach so. Hast du den einen gerade gesehen? Hast du jetzt bald ein Banditengefährt? Roland steckt zwar alles weg, was die Banditen austeilen, aber ich will nicht, dass er länger gefoltert wird als unbedingt nötig. Ach Göttchen, der steht auch so was. Er war mit dir zusammen. Hast du gerade gesagt Opfer? Ja, ich glaube, das hat sie gesagt. Wenn es mir wirklich viel zu oh Gott, war das kalt? Please no. Au. Apropos Water Sky, hast du gerade irgendwie Zugriff, dass du mir das Emote mal schicken kannst, das auf meinem Charakter und einer Ananas basiert? Ich will das immer noch sehen. Was? Ja, ich bin bei denen im Stream ein Meme. Ja, das hast du mal erzählt gehabt, dass du ein Meme bist. Und wurde dann zu einem Emote. Also, wenn das ist dann mein Katzen-OC von meinem Stream, in der Ananas oder so. Der dann irgendwie so rausguckt. Okay. Das will ich immer noch sehen, wie das aussieht. Wahrscheinlich seltsam. Probably. Ich habe auch gestern mit Vivi noch gequatscht. Ich habe jetzt, glaube ich, endlich mal eine Idee, was für ein Be Right Back Screen ich mache. Ich zeichne einfach meinen Charakter, wie er so halt so mit Motion Blur dabbt. Und dann ist da dieses JoJo to be continued Meme. Und das ist dann mein Be Right Back Screen. Du willst dabben und dabei JoJo einbauen. Ja. Aber JoJo ist mein Ding. Wollen das To Be Continued, also To Be Continued Meme kann ich doch wohl verwenden, oder? Ja, von mir aus. Das habe ich bisher bei dir noch nie gesehen, dass du irgendwie das To Be Continued Meme benutzt. Ich habe es bei mir tatsächlich drin, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich das möchte. Apropos, da wollte ich dich auch nochmal fragen, kann man das so einstellen, dass wenn man auf eine Szene oder so wechselt, dass man dann immer einen Song abspielt? Weil so machst du das doch mit deinem Intro-Video, oder? Ja. Funktioniert das anders? Nee, das ist, das macht man mit, warte, gib mir mal eine Sekunde. Ich guck mal kurz. Mit Damn. Das musst du über hinzufügen, Medienquelle. Ach, da so, warum macht man das? Dann spielt er das halt die ganze Zeit ab, oder wie? Dann spielt er das immer ab, wenn du es, ne? Machst du dann auch das in Repeat, also wenn du... ich glaube, das kannst du einstellen. Okay. Ach, bist noch im Hotel. Kannst du mal so nicht sagen. Schade. Muss dich nicht wundern, dass du die Musik davon nicht hören kannst. Das ist einfach so. Achso, ich sehe dann das Video... Ja genau, du siehst es aber selber. Auch. Dein Stream hört es, aber du selber kannst es nicht hören. Das ist ganz merkwürdig, ich weiß auch nicht warum. Und ach so, weißt du dann einfach so, mein Intro ist jetzt so und so lang oder das ist das Letzte, was in meinem Intro passiert und deshalb weißt du immer, wann du anfangen musst zu sprechen oder wie? Nö, ich weiß, wann mein Intro zu Ende ist. Ich kann es ja sehen. Ja,
im ersten Moment, da macht ich mir so einen Moment, so, woher, wann weißt du, wie weißt du denn dann, wann dein Intro zu Ende ist? Aber ja, gut, wenn du den visuelle Sache zumindest hast. Und außerdem, ich mache das Ganze seit fast 10 Jahren, ich bin talentiert. Auch du weißt den. Seit 10 Jahren benutzen? Wow, Mensch. Cool. Ich wusste ja nicht, dass du so ein Pionier bist. Warst du damals noch auf Justin TV oder was? Da, witzigerweise damals, ne, wo Livestream noch nicht so eine Sache war. Ja, war ich sogar. Hättest du mal was draus gemacht? Gibt's die Seite überhaupt noch? Nein. Nee, das ist ja Twitch. Ach so, oh. Das wurde aufgekauft und dann umbenannt. Glaube ich zumindest. Das war so, also irgendwie so war das. Irgendwas war das. Irgend so was war doch da mal. Also ich sage wieder mal, ich benutze gerade gefährliches Halbwissen, aber irgendwie was war da auch so. Das Justin TV, was mit Twitch zu tun hat. Adler, der am nächtlichen Himmel seine Kreise zieht. Nur, dass dieser Adler 300 Pfund wiegt und Mörder-Tetten hat. Mörder-Tetten hat! Xena, wie du durch die Luft gleitest, wie ein Adler, wie ein großer, fetter Adler. Nice Shot! Oh Gott, mit Mario Bartsch. Meine Freundin hat sich gerade 3 GBA SP mit Feuerrotblatt, Grün und Rubin gekauft für 275 Euro. Ja? Bescheuert ist die. Ja, mal kurz warten, bis sich unser Auto heilt. Das klingt immer merkwürdig, aber ja. Die Sache ist, Waterscale, sowas würde Mario Barth niemals komplett sagen können, weil er sich nämlich vorher eine halbe Stunde über seinen eigenen Witz totlachen muss, bevor er ihn erzählt hat. Stimmt aber doch. Ja. Ja. Oh, meine Freundin. Oh, nice shot! Meine Freundin. Ja, genau. Die ganze Zeit. Und du denkst dir einfach nur, erzähl dir nichts. Weißt du, wie eine Freundin? Weißt du, ne? Weißt du? Nee, eine Freundin. Ja. Wusstet ihr, ich habe eine Freundin? Meine Freundin. Nun, du fragst dich die ganze Zeit, ist der Typ Asthmatiker? Braucht er Hilfe? Oder? Ja, hier ist Güte. Das da sieht gut aus. Explosion, Diebstahl und Innenausstattung. Was für ein Tag! Nur kommen von Frau seltene Beute. Ja, nö. Ich nehme lieber das Ding hier. Einfach mal Boost-Ladegeschwindigkeit. Ah ne, Fahrzeug. Ach, das ist Fahrzeugboost. Ach, das ist ja Blödsinn. Aber jetzt frage ich mich gerade, Watersky, wofür braucht sie 3 GBASP? Man kann nie genug GBASP haben. Ja. Und ich meine, wenn man noch den alten DS hat, dann kann man das auch darüber spielen. Den DS Lite. Der DS, ich bin es leid. Der DS, ich bin leid. Ich bin es leid. Der ist leid. Ich bin es disleid. Ich bin disleid. Oh Gott. Gott. Gut, dass Vivi gerade nicht hier ist. Apropos Vivi, wo ist die eigentlich? Wahrscheinlich Videos gucken. Erlebt Abenteuer. Irgendwas. Fußball. Deutschland hat ja gespielt und verloren. Stimmt. Und da ist er wahrscheinlich jetzt total depressiv. Oh ja, Deutschland. Oh. Und wir sitzen hier und denken uns. Ja, ja. Oh. Wir hatten ein kollektives Oh. Oh, wie schade. Bitte gib mir nur ein Oh. Bitte gib mir nur ein Oh. Wie viel Scheide hat aber Bussi dadurch eine Capture Card in alle diese SP einbauen lassen? Dafür? Ist das in Japan vielleicht günstiger? Oder macht sie das einfach für sich selbst? Bei Shiny Hand gehe ich einfach direkt davon aus, dass man streamt. Wir haben einen Eindringling! Schnapp ihn dir, Batmore! Oh, Batmore, ja. Lass mal gucken, ob man die Ketten gut sprengen kann, wenn ich einen Facelocker. Gucken, wie lange er lebt, wenn du ihn facelockst und ich durchdrehe. Oder das? Naja, gut. Wir müssen ja erstmal den Schild runterkriegen. Halt mal still! Ich finde gerade einfach sehr lustig, wie unterschiedlich laut die ganzen Lieder an Spotify sind. Ich dachte eigentlich immer, die sind ganz gut abgemischt. Wow. Bei mir sind die unterschiedlich laut.
Okay, dann. Ups. Ich muss erstmal eine halbe Stunde nachladen. Ich würde ja liebend gerne mein Soundboard gerade ausmachen, wenn ich solche Sachen habe. Aber andererseits denke ich mir so, nee, warum sollte ich? Nämlich. Jetzt habe ich auch einen Raketenwerfer. Echt? Aber meiner ist toller als deiner. Was macht denn meiner? Einfach nur Bumm? What the fuck? Was war das denn? Ein Elektro. Ein Elektro? Oh. Schocki. Standen hier nicht auch noch diverseste Kisten? Nee, hier nicht. Er ist jetzt im Stronghold wieder. Was ist das hier? Verringert Wirkungsdauer von Statuseffekten. Kann man ja, machen. Fähigkeiten. Zeit für ein wenig Training. Ich würde sagen, hier, Dings retten wir noch hier. Roland. Und dann lassen wir gut sein, oder? Ja. Haben die Leute erstmal. Ja, Roland retten und da haben wir gut was geschafft eigentlich heute. Ja. Mal bis Bloodshot Stronghold. Bloodshot. Bist du drin? Sehr gut. Weil wir nur meinen Eisengewehrspray hatten und das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, dann sieh zu, dass Roland nichts gut, passiert. Gut, das klärt mir immer noch nicht, streamt das oder nicht? Oder, und vor allen Dingen, ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, warum man dann mit mehreren Geräten gleichzeitig Shiny huntet. Wie man so multi, multitaskig sein kann. Brauchen wir eine andere Assault Rifle? Ich habe hier gerade nur eine, die immer so nach Abdrücken geht. Das ist mal unglaublich unbefriedigend, wenn man das so macht. Ja, das bockt nicht so geil, wenn du hier. Eigentlich normalerweise müsstest du einfach nur gedrückt halten, das wäre so viel cooler. Ja, ich kenn das Leid. Der Terror. Terror ficken Hitler? Oh nee. Der Stronghold, wo der Soundmixing einfach geil ist. Ich verstehe nicht, ich verstehe bis heute nicht, warum das Spiel hier so laut ist. Weiß doch, laut ist besser. Mag, ja, den krieg ich. Wow, hi. Hat er Bums gemacht? Tadada Bum, nee. Lass mich dich heilen. Wow, Alter. Du bist zu gütig. Alter. Okay, damit kann ich dich gut heilen. Und dann hier kommen noch drei Capture Cards dazu, GG. Alter, gekostet nicht so viel. Ja. Ich meine, ihr müsst es nicht importieren lassen, aber drei Capture Cards. Ich meine, wenn die bei euch dann nicht so viel kosten, Sie werden dann da. So, Katsukitty ist ja in Japan, ist ja voll gute Firma dafür, da habe ich ja meine her. Aber die kostet halt sau viel, weil deutscher Zoll sich so denkt, so, oh, du hast dir was gekauft, was einen Warenwert von 400 Euro hat, ja, denn kriegen wir nochmal 200 Euro drauf, ne? Das ist ja. Zoll ist so eine dumme Sache. Ja, du, ich heiße also bei unserem Zoll, wird man erstmal ins Jahr 1990. Das war dann ein bisschen zu viel zum Heilen. Dieser Plasmawerfer ist so unglaublich geil. Alter. Oh, den, warte, den krieg ich. Kann hier auch mal irgendwo keine Granate auf dem Boden liegen? Da war keine Granate, das ist so ein Selbstmörder. Oder ein Selbstmörder. Ist auch nicht viel besser.
Hinter dir! Oh, da, ja. Boing. Boing. Also, ihr seid nicht Super Mario, der einfach so derbe geil springen kann. Liebe Bloodshots. Liebe Bloodshots. Ach ja. Gegen sie haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinem Laden ausrüsten. Nicht. Kauft bei mir ein und diese Crimson nicht. Raiders sind dieses Lied ist so dumm. So dumm. Ja, aber es ist herrlich. So herrlich dumm. Herrlich dumm. Ja, Knorkator, du nicht. Finde ich voll Knorke. Thunder Punch. Zum Dagger. Thunder. Muss echt mal den Donut trainieren. Oh, Captain Shieldy. Halt schon drauf. Du Scheiße! Ich bin so fett für sowas. Mann, ich hasse Badass nochmal. Die halten immer so viel aus. Jetzt nicht mehr. Ich meine, es macht Sinn, mehrere, wenn man sich das leisten kann, direkt mehrere Capture Cards zu kaufen, besonders wenn sie irgendwie in einem Sale sind oder so. Das hat ein Let's Player, den ich kenne, auch gemacht. Der hat auch gesagt, so, der hat damals bei einem Laden, der Capture Cards gemacht hat, für extrem günstig einfach mal instant 10 Stück gekauft. Das heißt, selbst wenn eine kaputt gehen sollte, hat er einfach neun, um auszuweichen. Plus, wenn er Multiplayer-Sachen auf dem DS oder so aufnehmen will mit Freunden oder so, hat er einfach auch nochmal welche. Zur Not fürs mehrfache Verkaufen. Ja, auch so. Aber er hat auch gesagt, er würde sich davon niemals trennen. Nachdem ich deine Story gehört habe, würde ich mich auch von solchen Sachen auch nie mehr trennen. Ja, ich wünschte. Wenn ich davon hätte, dann würde ich auch einfach sagen, nö, ich habe 3 Stück. Ist doch scheißegal, wenn ich nur einen gerade momentan benutze. Ich wünschte, ich hätte überhaupt noch einen. Ja. Aber meiner ist kaputt und ja. Weil glaub mir, ich würde so gerne Pokémon Sonne wieder machen. Ich vermisse mein Team da so sehr. Aber ich kann nicht, weil ich nicht einfach mal 250 für eine Reparatur habe, wo eigentlich umsonst sein sollte. Naja. Weil dieser kleine Huso gesagt hat, Alter, ja, auf meiner Website steht Reparatur umsonst. Und dann hieß es, ja, ich habe aber die nicht mehr. Und ich sitze da und denke mir so, Alter, ja, und wo ist das jetzt mein Problem? Auf deiner Seite steht gratis Reparatur. Nichts Kleingedrucktes von wegen bei keinen Parts mehr ist das egal. Nö, da habe ich jetzt nichts gefunden. Ah, shit. Das Licht. Willst du ein 2DS? Ich weiß ja nicht. Willst du ein Axtblatt? Ein Axtblatt? Ich sag mal so, aktuell mein 3DS mit, also ich habe ja einen funktionierenden 3DS XL. Der macht ja seinen Job immer noch. Der funktioniert ja auch. Aber halt der mit meiner Capture Card, der funktioniert. Jetzt ist halt die Frage, könnte ich, wenn ich da in diesen 2DS jetzt Pokémon Sonne reinschmeiße, könnte ich denn da weitermachen, wo wir aufgehört haben? Ja. Jein? Kann sein, dass du deinen Spielstand von Sonne und Mond auf der SD-Karte hast, die in deinem 3DS drin ist, wenn du überhaupt einen drin hast.
Ja, dann kann ich die ja rausnehmen und durch die andere ersetzen eigentlich. Ja, dann musst du das halt, die SD-Karte, wo der Spielstand eventuell drauf gespeichert ist. Ich weiß nicht, ob es auf der Cartridge gespeichert wird oder nicht, deshalb. Aber dann müsstest du das übertragen, aber dann müsste es gehen. Also du musst ein bisschen vielleicht noch rumfuchsen, nicht und dich nicht beim ersten anstarten, wo dann, wo ist mein Team? Wo ist mein Spielstand? Okay. Also das ist viel zu teuer, kann ich ja gar nicht verlangen. Ich sag mal so, an einer Stelle wäre es schon cool, wieder DS-Teile, also DS-Spiele machen zu können. Weil der 2DS war doch genau wie der normale 3DS, nur halt ohne das 3D-Feature, richtig? Genau, aber es ist kein Klapp-DS, sondern halt dieses. Den gibt's jetzt auch als. Ja, aber Klapp. Water Sky, sag mir mal, meinst du den normalen 2DS oder meinst du den 2DS Lite? Auf mir mal wiedersehen. Oder den New 2DS. Ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, ist es der Klappbare oder das Axtblatt? Ist doch scheißegal, ich benutze ihn sowieso nur zu Hause. Meine Güte, was ist denn das hier? Ich kann keine zwei Schritte laufen, ohne zu sterben. Keine Panik. Ich bin da. Alter, genau, Mad Mike, du Motherfucker. Okay, der spielt den Dr. Karte. Jesus, wo kommt der Schaden her? Au. Wo kommt der Schaden her, ey? Nö. Wow. What the fuck? Ich habe das Gefühl, ich fange an zu existieren und auf einmal explodiere ich und bin tot. Auf jeden Fall, so eine Billo Boys sind wir schon mal los, schon mal die halbe Miete. Ja, aber er ist immer noch da. Wo ist denn der jetzt? Da ist er! Alter! Jesus! Kumpel! Werde ich nicht. Oh, stirb doch endlich. Oh, finally! Railgun! Ja, gut, dass du eine Railgun hast. Alter, so ein Arschloch! Hat jetzt aber auch eine Menge ausgehalten. Der hat eine Menge ausgeteilt! Ja, beides. Ausgehalten hat er jetzt gegen Ende nicht mehr so viel, aber Jesus hat der ausgeteilt. Sackgesicht. Der kann froh sein, dass ich keine Raketen gehabt habe. Hey, Darts! Oh, warte mal, die ist zwar. Bisschen schlechter in einigen. Oh, warte mal. Oh, die mag ich. Yes. Awesome. Oh, endlich wieder eine, wo ich gedrückt halten kann. Ja, wenn du ganz Serkas, ist das um einiges angenehmer. Weil ich wundere mich dann immer, Alter, wo bleibt mein Schaden? Und dann merke ich feuer mit der einen gar nicht. Was mach ich immer mit dem fucking Raketenwerfer, ey? Das funktioniert doch um einiges besser. Das ist doch so viel schöner. Die Krankenschwester ist da. Alter. Alter Junge, alter Junge. Den kriege ich aber. Keine Sorge, das wird wieder. Geht der. Und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran, Alter. Ich mach dich fertig. Du bist dran. Yogi. Oh. Nette Pistole. Netter Revolver.
Das Ding heißt zwar Stiff Rod und da fühle ich mich leicht unwohl bei, aber das Ding sieht nice aus. Ich nehme mal die Feuerpistole. Die Feuerpistole. Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Welcome Feuer back, Dragon Shad. Hier war das irgendwo. Ja, genau. Du kannst immer noch weglaufen! Doppelt so viel Gottverdammter Spaß! Eine Knarre hat also nicht gereicht! Genau so muss das. Badass Nomade, more like bad asshole. So. Iridium. Lots of Iridium. Ich dachte, da ist immer nur Geld drin in dem Ding. Also in den Tresoren. Sniff. Stronghold ist sowieso da immer voller Munition, voller Waffenkisten. Ob er klappbar ist oder nicht, ich benutze den dann sowieso nur für zu Hause, wenn ich irgendwie wenn ich damit aufnehmen oder streamen würde. Was finden wir hier gerade die ganze Zeit solche krasse Scheiße? What the fuck? Willst du die? What the fuck? What the fuck? What the fuck, Aaron? Hohe spielt die spielt Sirene. Wii-u. Wäre Water Sky ohne Scheiß. Hast du so einen wirklich über? Ich meine, es kann ja nicht jeder von sich behaupten, ich habe meine Capture Card für ein 3DS über. Also 2DS in dem Sinne. Weil ich weiß, wie teuer die Dinger sind. Das ist nämlich genau der Punkt, weswegen ich aktuell da nichts machen kann. Um genau zu sein, ist es bei mir der Punkt, weil mich der Typ, den ich da hatte, einfach übers Ohr gehauen hat, also von daher. Ja, taunte ruhig, taunte, mein Dude. Taunte, taunte, dann bist du nämlich gleich tot. Ist nicht gerade irgendwas Cooles gedroppt? Ja, okay, dann sobald ich nächsten Monat in Deutschland bin, kann ich gehen. Wow. Sicker Shit. Also wenn das der Fall ist, könnten wir dank Watersky tatsächlich mal wieder DS-Teile machen. Tatsächlich mal wieder vernünftig DS-Games zocken. Watersky ist so der Engel in Menschengestalt. In dem Punkt gerade, ja. Ich auch generell. Weil ich kann mit meinem 3DS nirgendwo mehr hin, weil zu einem anderen Händler zu gehen, wäre Blödsinn. Weil da heißt es dann nachher wieder, ja, den haben wir nicht eingebaut, da haben wir keine Ahnung von, hast du nicht gesehen. Deswegen würde ich das ungern machen und zu dem, wo, von wem ich den hab, ist ein Asshole. Also von der, zu dem will ich gar nicht nochmal hin. Mal davon abgesehen, wie inkompetent er war, allein in der, im Gespräch über E-Mail, also. Oh ja, das war. War das der merkwürdige Mensch? Ja, genau. Wow, was bin ich froh, dass ich mein Leben gekauft habe. Ich habe da bestellt, wo man das empfohlen hat. Ich weiß leider selber nicht mehr, wer mir das empfohlen hat, aber... Naja, die Sache ist, Merky war vielleicht günstiger, vor allen Dingen, weil es halt nicht mit Zoll dealen musstest und so. Aber was ich halt bei Merky immer gesehen habe, war, hey, unsere Karten sind leider ausgekauft. Die ganze Zeit. Also ich habe wirklich die Seite oft genug gecheckt, um zu gucken, dass ich eine Capture Card selber holen wollte. Wirklich, dann habe ich sie erstmal gelassen, dann habe ich mich dafür interessiert, dann habe ich es wieder gelassen, dann habe ich mich dafür wieder interessiert. Und jedes Mal, wo ich geguckt habe, im Abstand von immer so, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, stand bei ihm immer nur, wir sind momentan ausverkauft. Ich meine, ich wollte damals ursprünglich meinen 3DS XL upgraden. Also ich wollte mir eine Capture Card kaufen und die einbauen lassen. Meine Güte, bin ich froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Ist da was kaputt? Hä? Hat er was kaputt gemacht? Oder hört man dann immer, dass da irgendwas kaputt geht? Oder was? Nee, aber stell dir mal vor, ich hätte ihm jetzt mein 3DS geschickt und dann wäre jetzt mein, ne, wäre damit was gewesen. Hm. Der Typ hat ja nicht mal realisiert. Alter, es ist mit dem Gerät nichts kaputt, es ist mit der Capture Card was. Meine Güte, das wusste sogar ich, derjenige, der da nicht mal Fachmann für ist. Naja, ja, er hat sich nur das Video angeguckt und nicht den Sound angehört, wahrscheinlich so. Am besten fand ich immer noch den Part, wo er dir vorgeworfen hat. Ja, nein, das kann nicht sein. Jetzt lügen ja. Sie. Ja, und da. Ja, stimmt. Er hat mir vorgeworfen, ich würde ihn ja anlügen. Weil ich nicht mehr genau wusste, weil ich das Scheißding bestellt habe bei ihm. Deswegen habe ich einfach eine vage Zeitangabe gemacht. Und dann hat er mir tatsächlich vorgeworfen, ich würde ihn doch anlügen. Ja, ist doch so, sicherlich. Und ich so, ja, schön, danke auch. Ich lüge sie also an, es ist nicht mal von Belang, weil ich das Scheißding gekauft habe. Ja, das ist wirklich egal. Ja. Fakt ist, es steht bei ihnen, es ist Reparatur kostenlos, Ende der Diskussion. Und wenn man das nicht hat, dann macht man so kulant, dass man dann das Neuere einbaut, vielleicht mit einem Mini-Aufpreis nur. Ja, aber nicht mal das. Der wollte ja, dass ich wirklich eine komplette neue Capture Card bezahle. Ja, also ich, ganz ehrlich, wenn er aber das, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, aus Kulanz, sag ich jetzt mal, weil er die Teile vielleicht nie wieder reinbekommt oder so. Ich weiß ja nicht, warum das so ist oder so. Durch die Bloodshots gekämpft hast. Da hätte man eigentlich sagen müssen, okay, dann baue ich dir, die Capture Card ein. Wir haben aber leider nicht mehr den. Dann, wir haben jetzt noch die andere Sache. Die kostet dann aber so und so viel mehr als die andere. Und das müsstest du dann als Differenz vielleicht bezahlen. Dann wäre es aber trotzdem vielleicht nur bei 30 Euro gewesen oder so. Ja, und nee, der wollte, dass ich eine komplett neue kaufe. Sicher, ey. Gibt es doch Kaufbestätigung. Ja, ich habe das Ding vor 4 Jahren gekauft, hat sich herausgestellt. Und, lo and behold, ich habe tatsächlich die Kaufbestätigung nicht mehr. Kammerjäger, du musst dieses Ding stoppen! Zumal ich in der Zeit auch umgezogen bin. Ganz schlimm. Für Papiere. Ja. Wenn du dich alles wirklich in einen Ordner packst und den einen Ordner nur mitnimmst. Nee, weil ich bin in der Zwischenzeit bin ich umgezogen und dann, also halt von unten nach oben hier, ich weiß, es ist nicht unbedingt umgezogen, aber you get the drift. Ruhe. Ja. Aber dann hat man mir erstmal als erstes vorgeworfen von wegen, warum ich denn ihn anlüge. Und ich saß da und hab mir gedacht so, hast du mir jetzt gerade als Kunden wirklich vorgeworfen, ich würde lügen? Nur weil ich keine Ahnung habe, weil ich den Scheiß gekauft hab. Der Typ hat nie im Einzelhandel gearbeitet, kann das sein? Hä? Der Typ hat nie im Einzelhandel gelernt und Umgangsformen mit Kunden gelernt, oder? Nee, nicht wirklich. Ich bezweifle auch, dass der Typ eine Ahnung von dem hat, was er da gesehen hat. Nee, also Sachen einbauen kann er bestimmt, also so, das will ich mir nicht unterstellen, aber, ne? Ich behaupte jetzt einfach mal, das war einer, den haben sie eine Liste mit einem Spruch in die Hand gedrückt, was er abreparieren soll, Ende. Ne, wer weiß. Er wird wahrscheinlich nicht mal was mit dem Verkauf zu tun gehabt haben oder mal Einbau. Hey, Nachtara. Ich bin ganz ehrlich, Merky klingt für mich nicht wirklich nach einem Unternehmen. Und da würde ich nicht glauben, dass die sich sowas wie ein Sekretär oder sowas leisten können. Kannst ja, und ach ja, was ich jetzt auch gerade lese, ich hätte klagen können, ja. Dann hätte ich auch die 250 Euro bezahlen können. Ja. Ein Anwalt ist teuer. Das sagt man halt immer so gerne, so von wegen, ja, man kann doch klagen. Ja, man kann aber auch nicht immer den Dingens bezahlen, den Anwalt. Das ist ein teurer Spaß. Je nachdem, wie es ausgeht, gucken sie dich nur und fragen, ja, warum zum Teufel haben sie so ein Ding überhaupt einbauen lassen? Sie wissen, dass das illegal ist.
Naja, illegal ist es nicht. Also du kannst damit ROMs abspielen und in dem Moment kommen sie in die Ecke. Kannst du damit nicht. Was, womit du ROMs abspielen kannst, sind vier Karten. Ja, mal warte. Ich bin da jetzt gerade noch in ganz alten Zeiten gewesen mit PlayStation. So eine habe ich auch noch rumfliegen, so eine R4-Karte. Das Problem ist, die funktioniert auf dem 3DS nicht. Ich hätte so eine auch mal. Ich war jetzt gerade noch in den Zeiten. Lasst mich erzählen. Ganz früher, wo man noch PlayStation 2 hatte, in fernen Zeiten, das Ding ist frisch rausgekommen. Da sind windige Leute auf die Idee gekommen. Hey, wir haben schon bei unserer ersten Generation Chips eingebaut, mit denen man ROMs abspielen kann. Ja. Und es hat auch bei der zweiten gefunktioniert. Ja, stimmt. Und da konntest du einfach gebrannte CDs abspielen. Ja, mehr und sagen, ja. Ja, aber. Ich bin ganz ehrlich, so viel Geld hat man einfach nicht, beziehungsweise kriegt man nicht als Kind von seinen Eltern als Taschengeld, als wie man gerne zocken wollen würde. Ja. Meine PlayStation ist gechippt. Moment, mir fällt gerade ein, sorry, Shazoo, aber Nintendo hat was Tolles namens Region Lock. Echt jetzt? Das kann natürlich sein, dass wenn er einen japanischen 2DS hat, dass deine europäischen Cartridges nicht gelesen werden. Oh, wirklich? All around me are familiar faces. Kein Pokémon Sonne. Damit müssen wir leben. Das Beste, was du machen könntest, wäre... Reich werden. Yes. Ja, ich würde ja einfach sagen, so, das Problem ist dann, das würde ein extrem langer Prozess sein, dass du auch zu diesem Händler gehst, Katsukiti, dass Water Sky dir den einbauen lässt in Japan, du ihn dir dann wieder mitbringt und schickt, dann musst du nicht dich mit dem Zoll abquälen. Alter Verwalter. Dass du dann diesen DS mit der eingebauten Capture Card vielleicht sogar auch umbauen lassen kannst, musst du mal nachfragen bei Katsukiti. Ich bin ganz ehrlich, ich bin überzeugt von Katsukiti. Also da war wirklich das Einzige, was er leider vergessen hat, war für Deutschland draußen auf dem Paket draufzuschreiben, wie viel der Inhalt wert ist. Ja Mensch. Ich meine, meine Capture Card habe ich damals auf dem Balkon gefunden. Ja, geil. Gut, das war dann aber dein von der Post her. Ja. Das klingt für mich halt so typisch Hermes. Ja, ich glaube, das war sogar das. Oder DHL. Ach nee, der Typ verschickt ja nur mit UPS. Oh ja. Mhm. Deswegen, so ein normales Paket für 2-3 Euro. Wo ist denn ihr Paket? Weiß ich nicht. Ja, das ist auch so eine Sache. Der war ja auch total depressed darüber, wie ich ihm den DS geschickt habe. Nach ewigen Hin und Her. Weil ich habe das einfach geschickt. Ich gehe davon aus, dass wenn ich das gut verpacke, dass da nichts mit passiert. Ja. Aber er wollte denn bei der beim Rückweg, dass ich da irgendwie für so 12 Euro mit Rückversicherung und alles mache. Und hast du nicht gesehen? Ich meine, es macht Sinn aus seiner Perspektive, aber trotzdem halt, es ist doch eigentlich dein, wenn du ihm dann praktisch eine schriftliche Bestätigung gibst, nein, ich möchte das nicht, vor allem einfach per Standardversand, dann ist es dein, dann sagst du damit, ich nehme die Verantwortung, wenn es weg ist, ich übernehme die Verantwortung, wenn es weg ist. Vor allem, was ich ja noch viel geiler fand, hier, das war auch so eine Sache. Stimmt. Er gibt ja nicht mal richtig an, wie er das am liebsten gehabt hätte. Ich habe da bei ihm auch die gesamte Seite durchkämmt. Und dann habe ich auch nochmal nachgefragt, so, ja, hier, wegen Verschicken. Ist das alles in einem Impressum? Weil ich habe im Impressum geguckt, da stand nichts Genaues, sagen wir es mal so. Also von wegen, schick ein und wir reparieren dann. Denke ich mir, gut, schicke ich ein. Pack's in
Paket, sorgt dafür, dass es gut, dass es sicher eingepackt ist und dann ist gut. Aber nee, war ihm nicht genug. Und dann habe ich mir gedacht, so, Alter, Jan, was willst du denn? Dann schreib's auf deine scheiß Website, wenn du das anders haben willst. Und schreib irgendwie ein Tutorial da rein, wie du es haben möchtest und heul mir nicht die Ohren voll, wenn ich es dann irgendwie so mache, wie ich es normalerweise mache. Da habe ich echt gedacht, ich kriege einen Hals. Ich habe generell bei dem Ken totalen Anfall gekriegt, ey. Ja, klingt sehr nach Inkompetenz. Also, klingt sehr wirklich danach, so wie er seine, wie er sein, sein Inventar auch managt. Wir gucken mal vielleicht mal alle Jubeljahre drauf, ob wir noch alle Teile haben. Und so ja. Lange schreiben wir einfach, wir haben momentan leider nicht die Teile da. Ja genau, der Heilbot. Shit. Ah, das ist so viel angenehmer. Mhm. There we go. Send back also to Babushka. Leute? Let's Player werden ist gar nicht so leicht. Oder nee. Thema, wenn man irgendwie besondere Sachen kaufen muss, um zu streamen. Da muss man noch irgendwie wissen, wie die funktionieren. Aber es klingt auf Papier ja immer so einfach. Ja. Aber ich kann schon gar nicht mehr, mitsehen, wie vielen Leuten ich jetzt beigebracht habe, wie man streamt. Was man dafür machen muss und ja. Was du dafür bedenken musst und hast du nicht alles gesehen. Mein Vivi habe ich jetzt gezeigt. Ich habe. Das kauft mir, glaube ich, bis heute sowieso nicht niemand ab, weil er da noch nicht einmal gestreamt hat. Ich habe Corono beigebracht, wie man streamt. Wer ist Corono? Deutscher YouTuber, macht überwiegend Anime-Zeugs. Hm. Über Skype. Ich habe es ihm über Skype beigebracht. Ich erwähne nicht dieses ekelhafte Programm. Ich habe auch gedacht, so, Mike, hast du nicht Discord? Können wir das nicht über Discord machen, bitte? Ich würde wirklich ungern Skype wieder anmachen. Selbst wenn, er braucht sich Discord ja nicht mal runter. Muss ich einfach nur einen kleinen Mini-Account machen, was eine Sache von 2 Sekunden ist. Und da kann man die Webversion dafür bekommen, benutzen. Echt, das gibt eine Webversion? Ja. Sicher. Didn't know that. Oh fuck. Ah! Jetzt hat dein Schild das Ding umgebracht. Dich kriegen wir wieder hin. Der war so schön angeschlagen und dann ist dein Schild gepoppt. Hey, du poppst Türen, ich poppe Schilder. Ja, kannst mal sehen, wir haben alle unseren Fetisch. Ja. Ein Keks ist ganz creepy drauf, die poppt nur das Korn. So in etwa. Ja, warte, den krieg ich. Was habe ich eigentlich verpasst? Nicht. Wenn ihr solche Gesprächsthemen. Du warst doch die ganze Zeit, oder? Zwei Waffen, ihr Schweine. Das einzige Thema, was es halt gab, war Capture Card. Ja, nee, vorher noch was. Nee, das hab ich ja noch mitbekommen, aber. Und wir so, hä, was mit mir im Popcorn? Und hä? Was? Keks-Popcorn? You don't even know. Ich poppe Schilde, Shadow pop Türen, Keks pop das Korn. Aber ich sehe gerade Keks, wenn man hier Spotify Familien Premium Gedöns machen will, dann kriegt einer die Rechnung und ja, der bezahlt dann für alle 5 Accounts. Das ist ja das so ein blödes Hin und Her, dass man ja trotzdem irgendwie dem anderen Typen dann 250 geben muss. Aber es ist immer noch irgendwie, finde ich, besser. Man muss halt einen Dauerauftrag einreichen. Ja, irgendwie so einen Dauerauftrag bei der Bank oder so machen. Ja. Aber ja, halt, ich weiß auch gar nicht, wieso Spotify so teuer ist als Einzelkonto. Einfach das Vierfache von dem Familienkonto dann. Warum?
Weswegen machen wir. Das 1,5-fache verstehen, aber das Vierfache? Weswegen machen sich wohl viele ein Konto. Na, macht doch auch. Noch nie! Hallo, Fett, danke für den Bit. Was ist ein Lieblingsgebiet Part vom Spiel? Meinst du tatsächlich die Tundra ganz am Anfang? Das Schlimme ist, ich kann dir den Anfang von Borderlands 2 nicht mehr sehen. Ohne Scheiß. Das Southern Shelf, ich kenne es in- und auswendig. Deswegen, ich bin da schon relativ ungern. Aber sonst Lieblingsgebiet. Oh, wie hieß nochmal diese Höhle? Die Redium Cave? Tavern? Oder? Nee, hier, The Scar? Nee. Thousand Cuts. Thousand Cuts ist ziemlich cool. Dann die Höhle, wo vorher Sanctuary war. My Sanctuary. Toxic Canvas? Irgendwie, ja. Das Problem ist, in vielen Gebieten bin ich seit Ewigkeiten nicht mehr gewesen, weil ich so weit immer gar nicht komme. Ich fange immer mit vielen Leuten einen Charakter an und dann, ja. Das Schlimme ist, hier kannst du dich relativ einfach auf irgendwas einigen. Beim Pre-Sequel, oh, da gibt es so viele geile Orte. Beim Pre-Sequel würde mir das leider nicht mal einfallen. Ich fühle mich irgendwie schlecht, zum Beispiel wieder zu zerstören. Ach, meine Güte. Ich bin YouTuber, ich bin das gewohnt. Nee, Water Sky ist cool, ist kein Problem. Kannst ja nichts für. Sache ist, du wolltest nur helfen. Eben, du wolltest helfen. Hast dann leider vergessen, dass der Region-Log, der ja mittlerweile auf der Nintendo-Konsole oder auf der neuesten Nintendo-Konsole ja nicht mehr existiert, ist der ja noch auf alten Konsolen existiert. Dumm. Ja. Lass doch einfach spielen. Meine Güte. Das haben sie ja mittlerweile auch. Ich fand aber noch diesen PR-Gag bei der vorletzten E3 oder so witzig, wo sie dann da die PS4 oder so vorgestellt haben oder die Xbox One und so, wo dann einer den anderen so runtergemacht hat von wegen. Und so können wir unsere Spiele teilen. Dann einfach nur so zwei Typen, die einen sich, der eine gibt dem anderen die Verpackung. Das war damals bei Microsoft, weil die Xbox One ursprünglich jedes Spiel auf die Konsole festlegt, dass du sie auf keine anderen Konsole spielen kannst. Also dann du kannst niemandem das Spiel irgendwie übergeben oder so. Sprich auch nicht weiter verkaufen. Und Sony kam dann, in die Ecke so, ah, wir machen das so. Ja, bei uns geht das so. Du gibst jemandem das Spiel, hier, hab viel Spaß damit. Das war der beste PR. Ja, da hat Microsoft aber auch eine Menge Flag für abbekommen damals. Ja, das haben sie dann auch wieder zurückgemacht. Ja, aber der Damage ist da gewesen, also. Ja, klar, sie waren die Lachnummer für die Zeit. Ja, und ich meine, es ist immer noch nicht wirklich besser. Die Xbox ist immer noch ziemlich, kann man tot sagen? Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nichts, was mich auf einer Microsoft-Konsole bisher je interessiert hat. Weil sie nie wirklich... Was man nicht mittlerweile auch irgendwo anders schon spielen kann. Eben, weil sie nie wirklich Exclusives haben. Sie sind da fast schlimmer als fucking Nintendo. Halo, das ist das einzige Exclusive, was mir wirklich einfällt. Alles andere kannst du auch auf der Playstation spielen. Ich glaube, Assassin's Creed war auch halt PS. Der einzige wirkliche Vorteil im Gegenzug zu NordLazy ist halt, die Xbox ist wirklich Crossplay-fähig. Du kannst mit Computer verbinden, du hast dich extra gewurscht, etc. Sony wiederum, er hockt in seinem Mikrokosmos. Nee, wir wollen kein Crossplay. Es ist schön, dass ihr eure Spiele alle auf Crossplay auslegt. Wir machen nicht mit. Nö. Jawohl. Wanna have some loot? Spring rein. Hui. Schön. Kill mich, du Schwein. Ist das da drin, Medium? Oh, okay, mein Muskelkater setzt ein. Oh. Bist du endlich tot? Ja. Nee, noch nicht. Du doch nicht. Verstehe Region Locked eh nicht. Ich auch nicht.
Das ist so schade, dass man so viele Spiele dann leider niemals gesehen hat, deswegen. Mhm. Weil man sie sich auch, weil es auch noch nicht mal Sinn gemacht hätte, sie sich zu importieren. Ja, bei so einem Inuyasha-Spiel, was ich mir mal als ROM gezogen habe, das konnte ich nur spielen wegen der ROM. Möchtest du vielleicht Artilio in Nocturne sein? Mach, was du möchtest. Das ist deine Entscheidung, was du machst. Knock-up-chan. Knock-up-chan. Hm. Das ist die. Ach, nee. Psst. Oh. Psst. Was? Psst. Wow. Krasses Teil. Meiner ist besser. Meiner hat 900 mal 3. Das ist ordentlich Bums. Damit kann ich dich gut heilen. Ja, mit Sicherheit. Das ist so das Verwirrende an dem Ding. Ich hau dir einen Raketenwerfer rein und du wirst geheilt. Ja, ich mir geht's dadurch gut. I don't feel so gut. My Sanctuary. Wie gesagt, also ich... mach mich zu welchem Pokémon auch immer. Es ist deine freie Entscheidung. Wir sind hier keine Politiker. Mach ihn zu einem Macho Mai. Macho Mai? Ja, so ein gutes Poser. Absoluter Bufflord. Mit vier Armen. Na nee, warte mal. Du bist ja mehr jetzt so Edgelord unterwegs. Da gerade. Ich war pinkel. Einer von denen hat mich K.O. geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es dort über Pokémon Go geht oder... Ja, Pokémon Go nicht mal. Ja. Total bescheuert. War nur ein Witz. Als alle Hype darauf waren, habe ich gedacht so, ja, nö, nee, danke. Jetzt solltest du ich habe es mir selber auch gespielt für eine Woche, bis ich dann gemerkt habe, oh, mein Datenvolumen. Schön, dich zu sehen. Das existiert ja auch noch. Wie gesagt, es war lustig für eine Zeit, aber das, dann habe ich wirklich gemerkt, oh, wenn du nicht wirklich einen festen Datenvertrag von, weiß ich nicht, 5 GB pro Monat hast, kannst du das Spiel vergessen. Er meint Hallo. Außer du wohnst natürlich in einer Stadt oder so, die dann direkt neben so einem Punkt ist, wo alles Mögliche spawnt, wo du dann von zu Hause auch spielen kannst. Bei uns auf der Arbeit war das Geile, da waren direkt neben uns zwei Pokestops, direkt neben unserer Arbeit. Das heißt, mein Arbeitskollege ist mal rausgegangen und hat da Pokémon gefangen. Hallo. Wir dachten, Jack will eine Karte öffnen und ihre Macht nutzen, um uns auf Pandora auszulöschen. Aber dank einiger Infos, die ich von einem IP-Konvoi gestohlen habe, zweimal in Deutschland die deutschen Spiele von früher und den anderen extra für den neuen. Ja gut, macht dann Sinn, ne? Er will keine Kamera. Wie gesagt, am besten wäre halt wirklich, wenn Shadow von Katsukiki da die Capture-Karte bekommt und du schmuggelst ihn über die deutsche Grenze als deinen eigenen DS. Dann verschickst ihn einfach. Ich meine, das ist ja nicht schmuggeln. Man verschenkt dann einfach für einen Nicht-Geburtstag einen 3DS, den man dann halt aus einem anderen Land mitgebracht hat. Cool. Könnten wir mit seiner Hilfe Hyperion ausrotten? Ja, dieser Plan gefällt mir. Es gibt ein Problem. Wir brauchen den Kammerschlüssel, um den Krieger zu wecken. Nur Jack hat ihn bereit. Aber wenn du mit Tennis gesprochen hast... Hat sie nicht gekotzt, als sie dich gesehen hat? Das macht sie nämlich manchmal. Sie hat dir vielleicht gesagt, dass der Schlüssel mit Iridium aufgeladen werden muss. Uns bleibt nicht viel Zeit. Jede Unze, die Jack von dem Zeug zutage fördert, bringt ihn seinem Ziel näher, diesen Krieger zu kontrollieren und uns auszulöschen. Wir brauchen diesen Kammerschlüssel. Wenn jemand weiß, wo der Schlüssel ist, dann mein Spion im Tundra Express. Es gibt einen Bombenbettler? The fuck? Den habe ich ja noch nie gesehen. Doch. Von dem wusste sogar ich tatsächlich. Den habe ich noch nie gesehen. Ja, geil. Und er hat eine Trollbombe gespawnt. Toll. Hat sich somit selbst in die Luft gejagt. Kurz betonen, wie komisch merkwürdig diese Waffe schießt. Falls du keine Feuerwaffe hast, mag es sieht so merkwürdig aus. Naja, mit Querschläger. Ja, aber so. Das sind solche Instant-Querschläger, weißt du? Das sieht so krank aus. Also, was mich jetzt gerade so als Erkenntnis getroffen hat. Hm? Ich renne gerade mit einem Sniper auf dich zu und jeder meiner Schüsse heilt. Nenn mich Anna Bitch.
Ja, aber Anna schießt nicht mit Lasern. Anna schießt nicht mit Lasern. Besser! Weißt du, interessant wäre es ja, wenn wir jetzt Alex wieder dabei hätten mit seinem Psycho, der sich selber Schaden macht und Teamschaden macht. Oh Gott. Oh, ich erinnere mich daran, ey. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Weißt du, er macht ihm Schaden, ich schieß auf Leute und heile wie Gift und Wasser. Glücksspiel. Also wie wasserunwillig. Oh Junge, Glücksspiel. Machst du aber gerade Glücksspiel auf Twitch? Ja. Band. Band. Wieso Glücksspiel auf Twitch ist Band? Was? Ich glaube, dass es da irgendwas gab. Es gab mal so einen Skandal, halt, dass jemand bei so einer CSGO-Seite da was gemacht hat. Der hat gesagt so, hier, guck mal, guckt euch mal diese Seite an. Und dann hat er da Glücksspiel betrieben und hat auf einmal voll das Geile gezogen. Also ich glaube, du darfst auf Twitch, wenn es nicht irgendwie... Wenn es, glaube ich, um echtes Geld geht oder so, dann ist das irgendwie verboten oder so. Alter, ich sehe damit... Alter, so sehe ich fast aus wie Gronkh. In alt. Du meinst halt Gronkh. Ist Gronkh so alt? Der ist älter als ich. Mein Gott, ist der alt. Weißt du, komm, ist hier. Über 40? Hol, guck mich. Na, noch nicht 40. Wo bist denn du? Oder vielleicht hat er die 40 letztens erreicht. Kann sein. Hol, guck mich an und sag mir, ich sehe nicht aus wie Gronkh. Nein, aber nein, wir wissen doch alle, Gronkh ist fast 12. Weißt du, wie du eher aussiehst? Na? Jack Nicholson, nachdem er den Joker gespielt hat, einen Bartwuchs entwickelt hat. Oh, ja, Erik Ranger, okay. 41. Wusste ich's doch. Alter, ist der alt. Trotzdem coolen Bart. Wie alt ist der? 41. Boah. Und immer noch knackig. Immer noch knackig.